schon gesagt hat, werde ich die Basics erklären, also die rechtlichen Rahmenbedingungen, in welchen wir uns bewegen bei diesen IT-Beschaffungen. Zuerst werden wir etwas über die rechtlichen Grundlagen hören, dann die Grundprinzipien, von denen wir auch heute Morgen schon etwas gehört haben, dann die Verfahrensarten und deren Wahl und die Schwellenwerte. Sie sehen, wir haben hier ein ziemliches Durcheinander, ein rechtes Rechtschaos. Das kommt daher, dass es verschiedene Ebenen hat, in welchen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen bewegen. Zuoberst haben wir die internationalen Abkommen, also das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen, das GPA, dann das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Und diese beiden internationalen Abkommen sind dann getrennt voneinander umgesetzt worden beim Bund und bei den Kantonen. Beim Bund haben wir das BÖB, also das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und die Verordnung, die dazugehört. Dann haben wir auf Bundesebene auch noch die ORGFÖB, die Organisationsverordnung, und die sagt uns eigentlich, wie wir uns intern organisieren in der Bundesverwaltung und beschaffen. Beispielsweise sagt es also, dass das Bundesamt für Bauten und Logistik zentral zuständig ist für die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Das heißt, wenn ein Bundesamt eine Bedarfsstelle Bedarf hat an IT-Dienstleistungen, kommt es zu uns und wir beschaffen dann am Markt diese Dienstleistungen gemeinsam. Auf kantonaler Ebene haben wir die IFÖB, die interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, 26 kantonale Gesetzgebungen, dazu die Verordnungen, dann haben wir unterschiedliche Praxis zum Teil und unterschiedliche Rechtsprechungen. Sie sehen, es ist also ein ziemlicher Dschungel, wo es für die Anbieter zum Teil nicht so leicht ist, sich zurechtzufinden, weil es auch unterschiedliche Regelungen gibt, beispielsweise kann man beim Bund Nachverhandlungen führen, was bei den Kantonen aber wiederum verboten ist. Die Grundprinzipien. Transparenz, davon haben wir ja heute Morgen schon ziemlich viel gehört. Dann die Wirtschaftlichkeit, Gleichbehandlung und Wettbewerb. Diese vier Grundprinzipien sind die Grundpfeiler des Beschaffungsrechts. Diese müssen immer beachtet werden. Bei der Transparenz ist es so, dass wir von Beginn weg die Spielregeln den Anbietern bekannt geben möchten und müssen und wollen, nach welchen wir spielen. Also welche Kriterien gibt es, nach welchen Kriterien wollen wir den Zuschlagsempfänger auswählen, wie wird man zum Zuschlagsempfänger. Die Wirtschaftlichkeit will, dass wir das wirtschaftlich günstigste Angebot auswählen. Das heißt nicht das billigste, auch nicht das allerbeste mit den tollsten Features, sondern eben dasjenige, das die beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Dann die Gleichbehandlung gebietet, dass wir die Anbieter nicht diskriminieren, dass wir allen Anbietern dieselben Infos geben, und zwar zur gleichen Zeit, und dass kein Anbieter einen Wissensvorsprung hat gegenüber den anderen. Der Wettbewerb hilft uns dann, dass wir eben dieses wirtschaftlich günstigste Angebot finden. Sie sehen, wir haben diesen Schwellenwert von 230.000 Franken bei Güter und Dienstleistungen. Darüber wählen wir jeweils das offene oder das selektive Verfahren. Das heißt, wir schreiben öffentlich aus. Darunter gibt es den Freihändler für Bagatellen und zusätzlich noch das Einladungsverfahren. Oben haben wir die Ausschreibungspflicht. Wir schreiben also das Pflichtenheft aus, was wir wollen, den Beschaffungsgegenstand und den Zuschlagsempfänger am Schluss. Hier haben die Anbieter eine Beschwerdemöglichkeit. Unter dem Schwellenwert publizieren wir nichts und dementsprechend haben wir auch keine Beschwerdemöglichkeiten. Dann gibt es aber auch noch unseren berühmt-berüchtigten Freihändler für über dem Schwellenwert von 230.000 Franken. Dieser Freihändler kann nur unter sehr strengen Voraussetzungen durchgeführt werden. Es gibt da einen Katalog von Ausnahmetatbeständen in der Verordnung, Artikel 13 Absatz 1. Und wenn einer dieser Ausnahmetatbestände gegeben ist, also ein sachlicher Grund vorliegt, können wir
auch über dem Schwellenwert einen Freihändler machen. Dann wird er aber publiziert und dann hat man auch die Beschwerdemöglichkeit dagegen. Also noch einmal zur Wiederholung, darf die Verfahrensart frei gewählt werden? Nein, denn sobald der Schwellenwert erreicht ist, muss man öffentlich ausschreiben. Offen oder selektiv, das kann man dann frei wählen. Und jetzt die zweite Frage, sind freihändige Verfahren über der Schwellenwertgrenze zulässig? Ja, aber nur unter sehr strengen Voraussetzungen. Also da gibt es zum Beispiel den Ausnahmetatbestand von der Dringlichkeit, wobei diese Dringlichkeit aber nicht selbstverschuldet sein darf, also nicht, weil die Bundesverwaltung schläft, ist es am Schluss dringlich und man kann freihändig vergeben. Eine Folgebeschaffung kann unter diesen Umständen beispielsweise vergeben werden oder wenn wir nur einen einzigen Anbieter haben, der tatsächlich technisch dazu in der Lage ist, dies durchzuführen. Aber wichtig ist mir hier zu sagen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wenn wir einen sachlichen Grund haben, dann dürfen wir freihändig vergeben. Es ist ein legales Verfahren. Jetzt habe ich immer von diesem Schwellenwert von 230.000 Franken gesprochen. Es gibt aber auch noch tiefere Schwellenwerte. Bei den Dienstleistungen ist das bei 150.000 Franken, darunter kann man freihändig vergeben. Zwischen 150 und 230.000 Franken macht man das Einladungsverfahren. Und bei Gütern ist der Schwellenwert für Einladungsverfahren tiefer, nämlich bei 50.000 Franken. Sie sehen, ich habe hier noch in Rot Rechtsschutz für nur gewisse Dienstleistungen über der Schwellenwertgrenze hingeschrieben. Das kommt daher, dass wir eben einen Katalog haben in einem Anhang der Verordnung. Dort sind gewisse Dienstleistungen aufgeführt. Diese Dienstleistungen kommen aus dem GATT über das Gesetz in diese Verordnung rein und diese muss man über 230.000 Franken nicht nur ausschreiben, sondern die haben eben einen Rechtsschutz. Alle Dienstleistungen, die nicht in diesem Katalog sind, schreibt man auch öffentlich aus, aber man hat keinen Rechtsschutz. Jetzt, sie interessiert natürlich IT-Dienstleistungen und da ist es so, dass es in diesem Katalog drin ist und da hat man auch einen Rechtsschutz. Das offene Verfahren. Eben, man kann frei wählen, wenn man über dem Schwellenwert ist, ob man das offene oder das selektive Verfahren anwenden will. Das offene Verfahren beginnt mit der Ausschreibung des Ausschreibungsgegenstandes auf SIMAP. Das war für das SHAB, jetzt haben wir SIMAP, das ist diese elektronische Plattform. Dann hat man eine Offertfrist von 40 Tagen. Während diesen 40 Tagen hat man meistens so in den ersten 20 Tagen Zeit, in einem Frageforum als Anbieter Fragen zu stellen, die wir dann anonymisiert sammeln und beantworten und dann gleichzeitig, etwa zwei, drei Tage später, wieder in dieses Forum stellen. Das heißt, da haben wir auch wieder Transparenz und die Gleichbehandlung für alle Anbieter, weil es sehen alle Anbieter die gleichen Fragen und die gleichen Antworten. Jetzt. Darf man jetzt schon Fragen stellen? Lieber am Schluss. Oder lieber am Schluss, ja genau. eben die Frage-Antwort-Runde. Danach werden die Angebote geöffnet, dann kann man eine technische Nachbereinigung machen, falls nötig. Danach führen wir Verhandlungen, Nachverhandlungen, falls es nötig ist, was eben bei den Kantonen wiederum verboten ist. Danach evaluieren wir die Angebote und der wirtschaftlich günstigste erhält einen Zuschlag. Nach dem Zuschlag haben wir eine Rekursfrist von 20 Tagen. Wo diese Rekursfrist von 20 Tagen haben wir übrigens auch nach der Ausschreibung. Also beides, die Ausschreibung und der Zuschlag, sind Verfügungen, die beschwerdefähig sind. Nach dem Zuschlag hat man als Anbieter, der den Zuschlag nicht erhalten hat, hat man die Möglichkeit, ein Debriefing zu erhalten, mündlich oder schriftlich. Und diesem Debriefing erklärt, also wird einem dann so erklärt, was die wesentlichen Nachteile waren oder was die wesentlichen Vorteile des Zuschlagsempfängers waren. Beim selektiven Verfahren ist es so, dass es zweistufig ist. Zuerst schreibt man es aus und dann sucht man in einer ersten Runde nur die Anbieter, die am geeignetsten sind. Das heißt, die Anbieter geben in dieser Runde noch keine Offerte in dem Sinn an, sondern weisen nach, wie geeignet sie sind.
Dann, wenn man die geeignetsten Anbieter hat, macht man eine Präqualifikation und die publiziert man dann ebenfalls auf SIMAP. Und danach läuft es eigentlich wieder genau gleich ab wie in einem offenen Verfahren. Es ist also zweistufig und es geht länger. Man hat längere Fristen, wie Sie sehen, die summieren sich natürlich. Und weil wir drei Verfügungen haben, ist es in dem Sinn auch beschwerdeanfälliger. Dieses Verfahren ist also komplizierter und komplexer. Wir wenden es seltener an als das offene Verfahren. Wir brauchen es dann, wenn wir etwas sehr Komplexes beschaffen wollen oder wenn der Anbietermarkt so groß ist, dass wir hunderte von Offerten erwarten und es wäre natürlich volkswirtschaftlich sinnlos, hunderte von Anbietern dazu nötigen, quasi eine Offerte einzugeben und für die Bundesverwaltung wäre das auch nicht machbar, so viele Offerten zu evaluieren. Dann beim Einladungsverfahren, vielleicht nur kurz, eben der ist unter dem Schwellenwert, kann nicht mit Beschwerde angefochten werden. Wichtig ist hier einfach, dass wir drei Anbieter einladen müssen, wovon einer ortsfremd sein muss. Beim freihändigen Verfahren, wir haben es schon gehört, haben wir quasi zwei freihändige Verfahren. Der eine ist für tiefe Werte, also für Bagatellbeschaffungen und der andere ist über dem Schwellenwert, wo wir eben einen sachlichen Grund dafür brauchen. Dieser wird, wie gesagt, publiziert und kann mit Beschwerde angefochten werden. Sie sehen also, wir bewegen uns hier in einem ziemlich engen Rahmen, in einem engen Korsett. Wir haben viele Bestimmungen, die von oben kommen, von internationaler Ebene. Wir haben jetzt das neue Bestimmung des GATT-WTO-Abkommens unterzeichnet und die Schweiz ist jetzt daran, mit einer Arbeitsgruppe zwischen Bund und Kanton diese neuen Bestimmungen umzusetzen und das versuchen wir auf eine gute, harmonisierte Art und Weise zu tun, damit hoffentlich dieser Rechtsdschungel etwas weniger Dschungel wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, Frau Hey. Also jetzt gibt es Platz für Fragen. Hat jemand eine Frage? Ich habe zwei Fragen. Die erste, Rechtsschutz für Dienstleistungen über der Limite von 230.000 Franken. Was bedeutet das? Das sagt mir nichts. Das heißt, dass wir eine Verfügung publizieren, also beispielsweise schon auf Niveau, vielleicht kann ich hier schnell zurückgehen, hier, wir publizieren die Ausschreibung oder wir publizieren den Zuschlag. Sie, Anbieter X, haben den Zuschlag erhalten. Rechtsschutz bedeutet dann, dass ein anderer Anbieter, der den Zuschlag nicht erhalten kann, diesen Zuschlag mit Beschwerde anfechten kann. Also er kann es ans Bundesverwaltungsgericht ziehen dann. Und ohne Rechtsschutz hätte er keine Rekurse. Genau, ganz genau. Okay. Zweite Frage, das hat mich heute Vormittag etwas irritiert bei der Dame von T-Systems, die gemeint hat, sie würden auch ein Debriefing verlangen, wenn sie den Zuschlag bekommen hätten. Das habe ich persönlich noch nie erlebt und wollte fragen, man kann nur als erfolgloser Anbieter auf ein Debriefing bestehen oder wie sieht das gesetzlich aus? Ja, das ist so eigentlich. Also das Debriefing, ich habe das auch nicht ganz verstanden, was sie gesagt hat heute Morgen. Ich wusste nicht, ob ich es akustisch nicht verstanden hatte. Aber ich habe das Gefühl, das Debriefing kann man ja danach in den Vertragsverhandlungen mit einbringen, oder? In dem Sinn. Aber Hans-Peter Baumgartner, unser Chefeinkäufer vom BWL, der nach mir einen Vortrag halten wird, kann vielleicht dann näher darauf eingehen. Vielen Dank. Noch eine zweite Frage. Ivo Leis, Ernst Basler und Partner. Ich glaube, in dem Fall auch zwei kurze Fragen. Die erste, Sie sagten Fragen, Antworten in dieser Phase, die sei anonym. Ist die, also für die Anbieter ist die natürlich anonym. Was mir nicht klar ist, ist das auch für die ausschreibende Stelle anonym oder sieht die, von welchem Anbieter die Frage kommt? Mhm. Und die zweite Frage ist, Sie sagten Einladungsverfahren, ein Ortsfremder, da hätte mich interessiert, wie das definiert ist, Postleitzahl, Kanton, B-
bisher schon zusammengearbeitet? Das ist eine gute Frage. Also ortsfremd heißt nicht vom selben Anbietermarkt eigentlich. Also sagen wir, wenn wir jetzt jemanden suchen, wenn wir zwei Anbieter einladen vom Kanton Bern, dann müssen wir vielleicht noch einen Zürcher einladen, beispielsweise. Aber es gibt da keine rechtlichen Regelungen, die das unbedingt sehen. Dann mit der Anonymisierung, auch eine gute Frage. Also ich mache jetzt ein bisschen Werbung für meine Teammitglieder vom KBB. Wir haben einen Dienst für öffentliche Ausschreibungen. Der ist bei uns im BBL angesiedelt. Das sind diejenigen Leute, die auch die Offerten öffnen, immer zu zweit. Und wenn Sie jetzt von einem anderen Amt sind, vom BIT beispielsweise, dann sehen Sie diese, also dann sehen Sie diese Fragen eigentlich nicht. Die werden von unserem DEA auch empfangen. Die packen dann die ganzen Fragen eben anonymisiert in ein Excel-Sheet und leiten es dann anonymisiert dem BIT weiter. Der beantwortet das dann, schickt es zurück und das DEA stellt es dann anonymisiert auf SIMA. Gut. Vielen Dank, Frau Reh. Noch letzte Frage vielleicht. Arne Meister, guten Tag. Ich habe eine kleine Frage. Es wird eigentlich immer so ausgeschrieben, dass das wirtschaftlich günstigste Angebot gewinnt. Wie sehen die Kriterien dahinter aus? Da könnte ich Ihnen stundenlang wahrscheinlich davon erzählen. Aber ich glaube, der Referat nachher geht es um Kriterien, Zuschlagkriterien, und da können wir vielleicht auch bei Herrn Baumgartner diese Frage anknüpfen, wenn ich so machen darf. Deswegen würde ich mich jetzt da bedanken und das Referentengeschenkli überreichen. Danke vielmals, Frau Reh.